Hallo Leute, in dem Video möchte ich euch einen Vorschlag zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr einen verseuchten oder angeblich verseuchten Windows-Rechner vor euch habt. Voraussetzung für dieses Programm Hurt Protect Anti-Malware, das ich euch heute zeige, ist allerdings, dass der Windows-Rechner hochfährt, man ihn nutzen kann und das Ding ans Internet angebunden ist. Ein prinzipielles Problem ist, dass kein Virenscanner, egal ob man ihn installiert hat oder einen Standalone-Virenscanner verwendet, besteht darin, dass kein Virenscanner auf dieser Erde alle Viren erkennen kann, was auch nicht möglich ist, da es dafür einfach viel zu viele gibt. Normalerweise hat man einen Virenscanner am Windows-Rechner installiert und geht bei einem verseuchten Rechner so vor, dass man mit einem zweiten unabhängigen, sogenannten Standalone-Virenscanner, den man nicht installieren muss und der sich nicht mit anderen Virenscannern stört, die Festplatte überprüft. Hurt Protect geht vom gleichen Prinzip aus, aber noch einen Schritt weiter. Das Programm versucht, über 60 Virenscanner in der Cloud anzuzapfen und mit denen sozusagen einen Scan der Festplatte zu machen, was die Effizienz natürlich steigert. Voraussetzung ist eben, dass man eine Internetverbindung hat. Ich zeige euch das jetzt einmal hier. Ich bin hier auf hurtprotect.com. Den Link findet ihr auch nachher in der Beschreibung des Videos. Klicke auf Download und lade mir hier die portable Variante runter, da ich hier kein Risiko habe und das Ganze nachher einfach einen Ordner löschen kann. So, nachdem ich das Ganze heruntergeladen habe, führe ich die Exe-Datei aus, sage Next und gebe das in irgendeinen anderen Ordner. Sagen wir auf C. AAA Data Temp. Okay. Gebt es jetzt in diesen Ordner. Agree und lasst ihn backen. Startet den gleich. Falls bei euch irgendeine Warnung kommt mit, dass das Ding Administratorrechte braucht, müsst ihr dem natürlich zustimmen, da der Scanner sonst nicht arbeiten kann. Was euch jetzt hier aufgelistet wird, sind bereits laufende installierte Virenscanner unter Windows, die sich gegenseitig nicht stören. Ich schaue jetzt hier mal unter Settings, Settings and Options. Hier ist alles angehackelt und hierum brauchen wir uns nicht kümmern. Ich kann hier noch verschiedene andere Sachen machen und hier sehe ich die aktuellen Versionsinformationen. Hier sehe ich, dass ich eine relativ neue Version habe. Ich lasse den jetzt einmal scannen und das Ganze kann jetzt durchaus eine Stunde oder auch länger dauern, abhängig davon, wie schnell die Internetverbindung ist und wie voll eure Festplatte ist. Das Ganze läuft in mehreren Stufen ab. Und verdächtige Dateien, die das Ding nicht kennt, wird dann noch einmal speziell mit der Cloud überprüft. Ich werde das Video an dieser Stelle etwas pausieren, damit ihr jetzt nicht eine Stunde warten müsst. Jetzt scheint sich das Ding mit der Hurt Protect Cloud zu verbinden und einige für den Virenscanner offenbar verdächtige Dateien zu prüfen. Der Scan-Prozess ist nun beendet und das Tool zeigt uns, dass unser PC keine Viren enthält. Anschließend kann man einfach theoretisch noch einen Scan machen, dann kommt man wieder zum Ausgangsbildschirm zurück oder in dem Fall, okay, was kann ich hier machen? Na, das brauchen wir nicht. Auf X drücken und die Sache ist erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielleicht hilft euch das Tool im einen oder anderen Fall weiter.